Hören Sie mal. Es ist ein Bulli, ein VW T1 Samba aus den 1960er Jahren. Sieht richtig schick aus, so in Rot-Weiß. Vor allem in passender Kulisse hinterlässt der Bus einen starken Eindruck. Und er fährt klasse. Hey, da war eine Haltelinie. Aber das üben wir aber nochmal. Na siehste, geht doch. Der wendige kleine Bus zirkelt locker um Ecken und Kurven. Der Wendekreis ist beachtlich gering. Hersteller Tamiya Carson wählte als Maßstab 1:87. Angeboten wird das Fahrzeug im ansprechenden Set mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung. Bus einschalten, Sender an, fertig. Gas und links-rechts werden über die beiden Sticks gesteuert. Das gelingt angenehm feinfühlig und gut dosiert. Dank integrierter Beleuchtung sind auch schöne Abendfahrten möglich. Wie exakt sich der Bus fahren lässt, zeigt sich beispielsweise beim Rückwärts-Einparken. Die Sonne scheint. Zeit für einen Ausflug ans Meer. Trucks and Details Autor Kai Oliver Hein fand eine wirklich fantastische Kulisse für diesen Testbericht. Seine Eindrücke zum VW-Bus schildert er in aller Ausführlichkeit in der Ausgabe 02/2018 von Trucks and Details. Wollten wir nicht zum Strand? Ja, hat der Fahrer jetzt auch gemerkt. Während wir Sonne tanken, darf auch der Bulli an die Ladestation. Die ist im Sender integriert. Der Energiespender, ein 1S Lithium-Ionen-Akku, ist unter der Karosserie platziert. Auch der schönste Tag geht irgendwann einmal zu Ende. Tschüss!